in Dawn of Defiance verschlägt es mich in die griechische Antike. Das Survival-Spiel wirft mich in eine große Open World, in der ich in gewohnter Genre-Manier Ressourcen sammle, Kämpfe gegen Rivale bestreite und immer bessere Ausrüstung herstelle. In diesem Video verbringe ich die ersten 12 Tage in Dawn of Defiance und ihr werdet erfahren, welche Abenteuer ich auf meinen Wegen bestreite, um meinen Trotz gegenüber den Göttern beizubehalten. In der Unterwelt braut sich Unzufriedenheit zusammen und durch die Hand von Charon wurde ich vom Tod verschont und an ein verlorenes Ufer gebracht, um dort auf die Probe gestellt zu werden. Um herauszufinden, welche Rolle ich in einer schwer fassbaren Verschwörung gegen die Göttern spiele, muss ich bei Null anfangen, nach Ressourcen suchen und mich gegen die Gefahren der Insel wappnen. Alles muss in die Tasche. Wir müssen Softwood sammeln, 3 Stück. Wir müssen 2-mal Steine sammeln und ein bisschen Thatch. Okay, wie kriege ich Thatch? Hier ist Thatch. Schön den Busch in die Hose. Ich würde sagen, gleich mal ein bisschen mehr auf Vorrat. Was ist das? Flachs. Okay, Flachs ist am Start. Da geht gut was zusammen. So grundsätzlich, ne? Also sammeln geht schon relativ zügig, muss ich sagen. Es ist viel da. Viel von allem. Okay, next step. Nun war es Zeit für die Werkzeuge. Jetzt crafte ich mir erstmal eine einfache Axt und um mich zu verteidigen, einen Baseballknubbel. Und es geht weiter mit dem Sammeln. Wir brauchen ein bisschen Harz von einem Baumstumpf. Okay, grundsätzlich sehe ich keinen Baumstumpf. Ich gehe mal davon aus, wir müssen einen kreieren. So, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen Softwood. Hier dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, okay. Alright, jetzt haben wir hier den Baumstumpf. Muss ich den nochmal kaputt machen? Ajo, alles klar, wird ein Schuh draus. Nachdem ich nun klebriges Harz in der Hose hatte, craftete ich mir einmal den Speer und das dazugehörige Schild, um weiter im Tutorial zu kommen. Und weiter geht die Sammelei. Level 1 Athletik. Okay, wir leveln wieder, indem wir einfach tun. Wir können uns ja mal so Skillfenster anschauen. Ja, okay, umso mehr wir davon machen, umso mehr leveln wir dann auch in dem Bereich. Gut zu wissen. Nach dem kleinen Studium der Skill-Tabelle war ich mir jetzt nicht sicher, wie viel ich tragen kann. Deswegen schaue ich jetzt hier, wo die Gewichtsanzeige ist. Und witzigerweise kann man in diesem Spiel wirklich so viel tragen, wie man möchte. Können nun endlich viel tragen? Oh mein Gott, gut ist das denn? Kein Gewichtslimit. Da freut sich mein Sammlerherz und ich mache mich auch begierig auf, weiter alles einzusammeln, was mir in die Quere kommt. Laut Tutorial müssen wir hier noch ein paar Himbeeren sammeln, ein paar Brombeeren noch dazu. Hey Bunny! Doppelbunny! Und weil sie mir gerade vor die Flinte laufen, töte ich jetzt hier noch 2 niedliche Häschen. Ich dachte, sie bringen vielleicht Leder. Und weiter geht die Sammelei um kurz nach 3. Die Taschen werden vollgepackt mit Himbeeren und Brombeeren. Hier gibt es so viele Ressourcen, man kann tatsächlich nicht aufhören zu sammeln. Alter, hier ist richtig viel. Richtig viele Beeren. Geil. Zu guter Letzt finde ich hier noch ein riesengroßes Feld Schafgarbe. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ich packe mir die Taschen komplett voll damit. Schafsgarbe ist gute Gabe. Nehmen wir alles mit. Oh, hier. Eine dumme Sau. Ja, eine dumme Sau, die sich zu verteidigen weiß. Aber das Gute ist, hier kann ich so ein bisschen das Kampfsystem ausprobieren. Deswegen zücke ich jetzt hier einmal Speer und Schild und stich einfach wahllos auf die dumme Sau ein. Federn from short trees. Okay, Federn kriegen wir nur von kleinen Bäumen anscheinend. Also ich denke mal, hier geht das, oder? Ja, Federn. Okay, also diese Bäume bringen Federn. Da ich in diesem Spiel wirklich unfassbar viel einsammeln kann, komme ich natürlich auch dementsprechend viel rum. Und stoße dann irgendwann auf diesen Höhleingang. Und natürlich bin ich neugierig, möchte reinschauen und ich hoffe natürlich, da drin finde ich meinen ersten geilen Loot. Mal einen kleinen Blick reinwerfen. Hier ist eine Kiste. Boah, geil. Was ist das denn? Was ist das da hinten? Ambrosia. Ambrosia. Ja, nehmen wir mal eine Handvoll Ambrosia mit. Noch gehe ich jetzt hier nicht rein. Aber hier,
Ah, hier sind auch zwei davon. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Kann die... Ich weiß nicht, ob ich die anvisieren kann irgendwie. Glaube aber nicht. Oh, ich bin ja fast tot. Ja, da habe ich meine Feinde wohl etwas unterschätzt. Deshalb gehe ich jetzt einmal raus und mache mir hier einen Heiltrank, der über 3 Minuten meine Lebensenergie wiederherstellt. Leider werde ich bei diesem Vorgang gestört. 2 hungrige Wölfe haben mich gesehen und wollen mich anknabbern. Oha, kommt ja gleich noch ein Wolf hinterher. 2! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen und ich habe jetzt nochmal ein bisschen Zeit investiert gehabt, um mich wirklich komplett hochzuheilen. Bin jetzt nochmal in die Höhle rein und musste feststellen, dass die Gegner hier in diesem Spiel ziemlich schnell wieder kommen. Ja, dementsprechend muss ich mich jetzt hier nochmal durchprügeln. Allerdings werde ich es diesmal ganz gut hinkriegen. Okay, das sollte ich hinkriegen. Okay, alles klar. Cool. Stripe. Ah, cool, Lederstreifen, sehr gut. Okay, ich wollte jetzt nur mal eben kurz diese Kiste haben. Was ist hier drin? Noch mehr Ambrosia. Mit Ambrosia werde ich hier zugeschissen. Damit ich mich in der Zukunft nicht so tollpatschig anstelle wie ein Metzgerlehrling, mache ich mir jetzt hier einmal den primitiven Bogen. Hatte an sich jetzt noch mal eine Handvoll Federn rangeholt. Crafte mir jetzt hier insgesamt 40 Pfeile und bin dementsprechend viel besser vorbereitet für kommende Kämpfe. Der nächste Schritt ist nun einen Hammer zu bauen. Mit diesem Hammer können wir jetzt unsere erste Base errichten und ihr könnt es hier schon sehen, ich habe mir hier ein sehr großes Feld rausgesucht. Sehr eben und hier kann man wirklich sehr schön bauen. Natürlich ist viel Gestrüpp noch im Weg, deswegen mache ich mich jetzt hier nochmal ans Werk und räume erstmal ordentlich auf. Nun geht es endlich ans Bauen. Das Bausystem in Dawn of Defiance ist am Anfang noch relativ simpel. Man kann ja bis zu, glaube ich, 10 Teile an sich bauen. Ihr könnt es hier auch sehen, relativ übersichtlich gehalten. Der Grundgedanke hier ist jetzt erstmal auch wirklich nur so eine kleine Anfängerbase zu bauen. Nichts Großes, das kommt dann im Grunde dann ein bisschen später noch. Leider wurde ich von einem gewissen Ton gestört, der bedeutet, ich habe kein Holz mehr, ergo muss ich wieder los. Dann farbe ich halt noch mal ein bisschen. Okay, ich glaube, ich habe genug zusammengefarmt, um dieses Konstrukt komplett zu beenden. Ihr seht auch, es ist mittlerweile Nacht geworden. Und da wird wieder feuchtfröhlich weitergebaut. So, ein paar Wände platziert. Einige viele Fenster, damit auch ordentlich Licht reinkommt. Zum Schluss dann noch einen Eingangsbereich. Danach dachte ich mir so, ha, soll ich das Ganze 2 hochbauen? Aber ich muss sagen, die Faulheit hat gesiegt. Ich dachte mir so, Ressourcen noch mal ranholen. Nope, bin raus. Ich baue jetzt gleich mal das Dach hin. Und dementsprechend ziehe ich jetzt hier komplett das ganze Dach zu. Platziere hier nochmal ein Bettchen, ein kleines Feuer in die Mitte von dem Ganzen. Und dann noch einmal die Fleischerbank und die dazugehörige kleine Küche bzw. Lagerfeuer, wo wir unser Fleisch machen können. Okay, ja, ich würde mal sagen, ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Ist halt jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Könntest du noch hier einfach nur für die Optik nochmal 2 Säulen ranbauen? Oh ja, das ist gut. Oh ja. Das kommt doch geil. Dann machen wir hier nochmal eine hin. Zack. Zack. Und dann habe ich eh schon wieder fast nichts mehr. Lass mir erstmal so stehen. Was? Hier ist ein Hahn? Wo ist der krähende Hahn? Hunger. Hahn zum Frühstück, das wär's doch, oder? Frisch ausgeruht starte ich in den nächsten Tag und bereite mir erstmal mein Frühstück zu.
Und wie bei den Galliern gibt es natürlich Wildschwein zum Frühstück, welches automatisch auf der Schlachterbank auseinandergenommen wird. Rauskommen tut dann Pelz, Knochen, mein Fleisch und ein bisschen Fett. Das Fleisch platziere ich dann gleich im Lagerfeuer, merke aber, oh, man kann nur ein Stück Fleisch platzieren, deswegen mache ich jetzt hier noch ein zweites hin. Verarbeite dann noch feuchtfröhlich die Kaninchen, die ich gejagt hatte. Und natürlich auch die zwei Wölfe, die mich da überrascht hatten vor der Höhle. Die werde ich dann hier auch gleich noch verarbeiten. Und dann denke ich mal, habe ich genug Snacks für den ganzen Tag. Oh, das geht schnell. Okay, es erinnert mich so ein bisschen an Valheim. So das ganze Spielprinzip bisher. Ich würde sagen, wir erkunden mal so ein bisschen. Ich habe jetzt auch Pfeil und Bogen. Ich könnte mal probieren, die Höhle nochmal zu machen. So, zwei Gollums haben wir hier. Gollum 1. Getroffen. Okay, macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. Hat auch so einen Powerangriff noch, das ist ganz gut. Macht nämlich gut Schaden. Alter Schwede. Als Belohnung standen jetzt diese Ambrosia-Brocken zu, allerdings konnte ich sie nicht abbauen, weil ich noch keine Spitzhacke herstellen konnte, weswegen ich mich ja mit den Ambrosia drumherum begnügte und alles leer räuberte, was in der Höhle war. Und damit war mit der Höhle auch schon Schluss. Dann gehen wir wieder raus. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum ersten Fragezeichen, oder? Sieht mir aus wie so eine Art Teleport hier, oder? Tempel habe ich gefunden. Cool. Sieht schon ganz geil aus. So grundsätzlich, ne? Das Spiel sieht schon schön aus. Kann man nicht meckern. Oh, geil. Gaian Stone Sword. Und ein besserer Bogen. Der Hammer. Ja, leider nein, denn dabei handelt es sich lediglich um Blueprints. Ich konnte, beziehungsweise ich dachte, ich hätte die Waffen an sich jetzt eingesammelt, aber wie gesagt, Blueprints können wir erst später im Verlauf des Spiels herstellen. War ein bisschen enttäuscht, aber gut, das wäre jetzt auch zu krass gewesen, hätte ich gleich am Anfang so krasses Loot gefunden. Place of Power. Hallo! Aufmachen! Haben Sie Milch für mich? Ich will Cornflakes essen, habe aber keine Milch mehr am Start. Ja, okay, dann muss ich jetzt weiter jagen gehen. Auch kein Problem. Schauen wir mal, ob wir das Reck jetzt mit dem Bogen wegmachen können. Nope. 30 Schaden. Du rennst direkt zu mir hin. Nicht gerade sehr intelligent, aber egal. Gut für mich. Na, komm schon! Jawohl. Bogen ein bisschen verbessert, sehr schön. Vorne mal einen fetten See. Mit einer fetten Truhe. Ich kann sogar schwimmen in dem Spiel. Ah, das Wasser sieht aber schon cool aus. Da würde ich auch reingehen. Sehr einladend auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, was jetzt hier in dieser Kiste drin ist. Simples Bier. Crafter Receipt. Oh nice, jetzt mache ich auch schon mehr Schaden. Sehr gut, One Shot. Was nochmal eins? Hallo. So, perfekt. Schade. Das war auf jeden Fall eine gute Jagd gewesen und natürlich wollte ich alles Gejagte gleich verarbeiten. Dementsprechend dachte ich mir, ich mache nochmal so ein paar Fleischerbänke, damit das Verarbeiten alles ein bisschen schneller geht. Hab mal drei hingestellt, nochmal alles verarbeitet und hatte dann wirklich genug Snacks für den restlichen Tag. Als nächstes widmete ich meine Aufmerksamkeit der Jägerbank. In der Jägerbank konnte ich neue Rüstung craften und ich entschloss mich jetzt anfangs dazu, erstmal einen Brustteil zu machen und natürlich den dazugehörigen Helm. Hammerhart, Alter. Hammerharter Typ. Ja, so ist man halt früher rumgelaufen, ne? Standard.
Ja, nice. Lederstreifen habe ich jetzt auch genug. Das heißt, was brauche ich jetzt noch? Wood. Okay. Muss ich nochmal eine Fuhre Holz holen. Macht nichts. Nachdem ich jetzt wieder genug Holz in der Hose hatte, wollte ich unbedingt die Werkbank bauen. Ich hatte vorher ja auch nochmal ein paar Lederstreifen gemacht, deswegen war das jetzt möglich. Allerdings weniger möglich war es, die Werkbank wirklich zu erkennen, denn es ist verdammt dunkel, das Spiel. Dementsprechend habe ich links und rechts nochmal zwei Fackeln platziert und jetzt schauen wir uns an, was man alles craften kann. Ah, okay, alles klar. Das waren Blueprints, die ich gesammelt habe. Und ich kann die sogar schon bauen. Geil, Bogen. Und dann brauche ich noch ein paar Steine für das Schwert. Die hole ich auch nochmal schnell rum. Okay, Steine sind da. Und dann können wir jetzt das Schwert noch machen. Die Axt habe ich ja, Bogen habe ich ja. Genau, Rest habe ich. Das heißt, wir können jetzt hier mal die Waffen austauschen. Warum sind die auf Rot? Heißt das einfach nur, die sind besser? Okay, ich dachte schon, ich kann die nicht anlegen. So, das war das Schwert. Das machen wir hier einfach mal für den Knüppel hin. Dann machen wir das mal dahin. Den Bogen machen wir dahin. It's a crafted quest item needed to complete the place of power. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass diese drei Waffen Questgegenstände waren, die man drei Statuen hinzufügen muss auf dieser Insel, um letztendlich das große Tor zu öffnen, an dem ich schon mal angeklopft hatte. Ich bin allerdings an diesem Punkt davon ausgegangen, ich kann diese Waffe selber irgendwie benutzen, indem ich halt eine Quest erledige. Ja, da war ich wohl wieder ein bisschen verwirrt. Dementsprechend baue ich jetzt auch erstmal ein paar Kisten, um die Waffen auch dort abzulegen und natürlich ein bisschen anderen Stuff. Und danach werde ich mich um weitere Rüstungsteile kümmern. Kopf und Brust. Dann machen wir hier noch und hier noch. Was ist das? Track Steer Fauna to the Place Location. Da kann ich die dann damit anlocken. Da können die erstmal nur Rehe machen. Ah, dann machen wir das mal. Wir nehmen es mal mit und gucken, was passiert. Am nächsten Morgen dachte ich mir so, okay, ich ziehe jetzt einfach mal los und erkunde so ein bisschen die Insel, schau, was noch so auf mich zukommt. Hier finde ich, by the way, nochmal eine goldene Truhe und dachte mir dann so, ich gehe jetzt einfach mal ins Landinnere hinein, treffe hier dann nochmal auf eine Wildsau und gleich darauf werde ich noch auf zwei Kollegen treffen und nach dem Weg fragen, weil ich mich verlaufen hatte. Leute, ich habe mich verlaufen, könnt ihr mir weiterhelfen? Sucht den nächsten Rewe-Markt. Könnt ihr mir helfen? Seid ihr cool? Nee, ich glaube, die sind nicht cool. Okay, die halten schon ein bisschen mehr aus. Und mein Bogen ist down. Na super. Oh, der Speer ist aber tatsächlich nicht schlecht, ne? Rolle kann ich auch machen, okay. Bisschen Tetch, bisschen Hide Stripes, bisschen Leder, okay. Liebe ist hier einfach eh zu spammen. Okay, hier haben wir nochmal drei. Alter, drei von den Gladiatoren. Ich glaube, das ist so ein gebündelter Trupp. Mal schauen. Headshot. Naja, die schlauesten sind sie nicht. Kommt drauf! Komm her! So. Schau mal, was hier noch für eine schöne Kiste ist. Was ist das hier? Naja, erstmal Kiste. Erstmal Loot! Hunter Receipt. Alter, was ist hier? Statue. Restore. Okay, irgendwie kann ich hier noch nichts machen. Hier haben wir auf jeden Fall noch mal eine Höhle. Interessant. Da müssen wir wohl noch mal reinschauen. Hallo, jemand zu Hause? Oh, drei davon. Ist noch einer. Eins ist drei. Okay, alles klar.
Kommen sie alle auf einmal hier an, oder was? Und Speersemarsch, Alter! Hilfe! Wie schnell gehen die Sachen hier kaputt? Das ist ja Wahnsinn! Geht ganz schön schnell kaputt, das Zeug. Ist jetzt hier einer rausgeschossen? Ich glaube, es hakt. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Die brauchen wir. Schießen halt auch, wenn sie gar nichts sehen, ne? Die sind nicht gut gebildet. Nein, nein. Aber gut, es sind halt Gollums, ne? Ah, wieder nur Ambrosia. Ich könnte kotzen. Was ist denn das hier? Du kriegst ja gar nichts zusammen. Ist wieder unfassbar viel Ambrosia. Super viele Gegner. Alter Schwede, ich habe noch 14 Pfeile, Alter. Ah, ich hasse diese Pfeile, Leute. So kämpfte ich mich weiter durch die Höhle durch und man sieht es ja, die Gegner in diesem Spiel hier sind nicht wirklich gerade herausfordernd. Also ab diesem Punkt hier komme ich schon ganz gut mit dem Kampfsystem auch zurecht und tue mich auch nicht mehr schwer. Als Belohnung kriege ich dann im Grunde wieder ein bisschen Ambrosia, als hätte ich nicht schon genug davon. Aber gut, ich sag mal so, man kann nie genug von irgendwas haben. Dementsprechend mache ich mir hier nochmal richtig schön die Taschen voll. Sammle ein Ding nach dem anderen ein. Aber letztendlich muss ich sagen, ja, die Höhle bietet nicht wirklich viel mehr. Also kaum unterschiedlicher Loot, ist immer dasselbe letztendlich. Aber noch befinde ich mich auf der ersten Insel, vielleicht wird es dann bei den anderen Inseln ein bisschen anders. So, das war's. Das war die Höhle. Ja, nach dieser beeindruckenden Höhle dachte ich mir, ich laufe mal weiter Richtung Norden. Da bin ich dann hier auf diese Ruine gestoßen, die ebenfalls von Gladiatoren bewacht wird. Und ich dachte mir, okay, da wird es bestimmt was Interessanteres geben als das, was ich jetzt in der Höhle vorgefunden habe. Dementsprechend werde ich jetzt hier nochmal ein paar Gladiatoren verkloppen. Der Tag ist schon wieder rum, krass. Wo ist der denn hingegangen? Wahnsinn. Okay, aber hier oben muss doch jetzt was sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Hase. Erzähl mir, was gibt es hier oben? Außer noch weitere Dudes. Oh, da hat einer... Okay, das ist nicht geil. Der muss weg. Als ob mein Speer jetzt schon wieder kaputt ist. So, schnell hier hinter und dann schnell noch einen Speer machen. Speer, Speer, Speer. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss ich schnell auswechseln hier. Halt, nicht zuschlagen. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt zuschlagen. Aua. Der Arsch. Okay, nur eine Kiste und wieder so ein komisches Teil hier. Simple Shield Receipt. Crafter Receipt. So wie es aussieht, muss ich wahrscheinlich komplett diese ganze Ausrüstung craften. Hier schnalle ich dann endlich mal, was ich eigentlich wirklich zu tun habe. Eben diese drei Waffen an diese Statuen aushändigen, die eben auf dieser Insel verteilt sind. Und ja, dementsprechend mache ich mir jetzt so langsam mal auf den Rückweg, um eben die Waffen einzupacken. Und auf dem Weg nach Hause komme ich dann hier nochmal an dieser geheimnisvollen Schale vorbei. Apollo. Ja. Das haben wir schon mal gemacht, okay. Ein bisschen Ambrosia reingelegt. Danach fiel mir noch ein, dass es hier noch eine zweite Schale gibt in der Nähe von dieser fetten Statue an der Küste. Da laufe ich jetzt nochmal hin, um die Schale zu füllen. Dann klatschen wir doch jetzt mal das Ambrosia rein. Schauen wir mal, was passiert.
Nichts. Hier seht ihr jetzt einmal die Karte. Ganz oben im Norden ist ein Punkt mit einer Statue, die eine Waffe braucht. Nordost ist auch nochmal ein Punkt. Und hier unten im Süden ist auch nochmal ein Punkt. Und hier müssen wir letztendlich eigentlich diese Waffen abgeben, diese Questgegenstände. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt mal pennen und dann bringen wir am nächsten Tag diese drei Waffen hier den Statuen. Gesagt, getan. Ich mache mich auf den Weg zur ersten Statue. So, kann ich dieser Statue jetzt was in die Hand drücken? Yo! Numero 1. Place of Power. Ambrosia. Habe ich genug dabei? Quest completed. Nice. Interact to gain Dash Ability. Alright, dann haben wir Numero 1. Dodge in the air to perform a dash. Okay, was ist hier los? Wieso kann er das? Ist das Asterix der Gallier? Ja, geil. Das war jetzt Punkt Nordost. Jetzt werde ich mich erstmal weiter Richtung Süden bewegen, zu der Statue, die ich an sich noch gar nicht gefunden hatte. Okay, wir pullen mal. So, einer ist down. Aua. Speerwerfen finde ich jetzt nicht so geil, Leute. Wow, ich bin ja fast down. Schlacht in den Feldern. So, erledigt. Okay, sonst haben wir hier keinen mehr. Hier war ich noch gar nicht. Cool. Das heißt, was ist hier drin? Ambrosia, welche Überraschung. Gut, zweite Statue. Das Schwert. Place of Power 1. You are immune to fall damage. Melee attacks while high in the air. Performance Slam. Ich kann keinen Fallschaden mehr kriegen. Oh, das ist tatsächlich sehr mächtig. Das finde ich sehr geil. Okay, wir sind da. Die letzte Statue. Dann haben wir es endlich geschafft. Dann können wir das Tor öffnen. Dann höchstwahrscheinlich auf die anderen Inseln rüber. Okay, mein Freund, nimm den Bogen. Und segne mich. Place of Power 3. So, jump in the air to enter, exit glide and hold the ascent while gliding. Was? Warum? Wieso geht das? Das ist unlogisch. Wie kann ich da raus? Ah, okay. Okay, Leute, ich bin jetzt ein fliegender Gladiator. Ich glaube, ich habe irgendwo so eine Art Zaubertrank bekommen. Ich bin jetzt sowas wie Asterix, nur kann ich fliegen. Sehr interessant. Ich kann nach oben hüpfen während dem Fliegen, nach vorne natürlich. Kann ich von... Boah, das wäre natürlich OP, wenn ich jetzt einfach... Ja, kommst gerade richtig. Der mit dem Wolf tanzt, oder was? Treff dich nicht! So, jetzt. Oh mein Gott, das geht! Das ist wirklich Hardcore OP, Leute. Krass. Fly to the moon. Guckt mal, wie easy das geht. Wir nähern uns dem heiligen Tor. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt anklopfen. Bekomme ich endlich meine Milch? Meine Cornflakes früher morgen? Ich hoffe doch. Hallo, jemand zu Hause?
voilà, es ist vollbracht. Okay, das sieht sehr interessant aus. Ich würde mal kurz speichern. Okay, krass, was haben wir hier? Teleports in eine andere Welt? Andere Welten? Wir haben ja auf jeden Fall hier einige Truhen. Ich weiß nicht, ob wir alle looten können. Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt eine aufmachen, öffnet sich ein Tor und dann ist erstmal nichts mehr. Mal gucken. Lederhelm. Geil. Oh, richtig guter Helm und so. Stark. Die Brust haben wir auch dazu. Oh, eine Pickaxe. Endlich. Tanning Rack Blueprint. Okay, was haben wir hier noch drin? Den Rest von der Rüstung. Schuhe und Arme. Oh, krass, Leute. Jetzt geht's dann bald richtig ab. Jetzt habe ich dann richtig fette Rüstung. Was ist das hier? Portal. Ambrosia. Knochen. 200 Wood und 200 Steine. So, Ambrosia ist schon mal drin. Und alles, was ich so dabei hatte. Interessant. Es wird langsam interessant, Leute. Und dann heißt wohl wieder ran an die Arbeit. Reinklotzen, meine Freunde. Gerade recht, blöder Wolf. Brauche Knochen. Schöne Knochen. Und der nächste Kandidat. Okay, das ist mal praktisch. Die kommen immer wieder. Das sind die zwei Wölfe vor der Höhle. Die kann ich immer wieder abfarmen. Das ist natürlich schon praktisch. Jawohl. 214 mal Holz. Sehr schön. Ich kann ja eigentlich eine Spitzhacke jetzt machen. Hier, sehr gut. Lederstreifen, Flint und Wood. Okay, ist mit drin, geil. Ich will jetzt aber mal sagen, ich gehe mal ganz kurz pennen. Nehmt euch jetzt kurz Zeit zum Liken und Kommentieren. Vielen lieben Dank. Mann, 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 das ist ein Gefarme. 200 Steine, 200 Holz und 50 Knochen hatte ich jetzt endlich zusammen. Und nun war es soweit. Ich bin auf dem Weg zum Portal, um dieses endlich zu aktivieren. Ich habe die Opfergaben alle mit dabei und werde jetzt dieses wunderschöne Tor aktivieren. Let's go. Crossroad Portal. Okay, was passiert? Speichern. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Wow! What the fuck? Was bist du denn? Der Captain! Okay, der Captain, der ist ziemlich langsam. Und schwerfällig. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass da gleich Boss kommt. Also klar, die Fläche lädt schon ein dafür, aber. Das Ding ist, mir gehen halt alle Waffen jetzt kaputt. Treffen tut er mich jetzt nicht unbedingt. Ich gebe ihm Schelle. Stark. So, ich hoffe, ich kann noch ein paar Speere machen. Mist. Mit Speer ist halt schon irgendwie angenehmer, sag ich mal. Schnell craften oder so. Ich habe einen gecraftet. Okay, das war vom Timing perfekt. Jetzt muss ich nur noch den Speer ausrüsten. Wo ist der Speer? Hier, hier, hepp, hepp. Hervorragend, okay. Speer ist am Start, Schild auch, let's go. Immer rein in die Moody. Jawohl. Ein bisschen Leder hast du? Mehr dich? Okay, jetzt ist das Portal endlich offen.
Na gut, dann schauen wir mal rein. Grüß dich, wer bist du denn? You have done well to pass the first test. Most don't. I'm Aegis, one of the three judges in the underworld. You have been chosen by Charon as a notable warrior, perhaps worthy of our cause. Hades has become twisted and corrupt, poisoned by time, no longer fit to rule the underworld. Are you the champion we seek? We must defy the gods and usurp Hades to restore the balance that once was. Fertig mit Quatschen? Okay, also man kann hier Quests annehmen. Kill the Lost. Und dann kann man ja hier noch ein bisschen Kohle machen auf jeden Fall. Man kann hier auch ein paar Sachen kaufen. Okay, hier kann man farmen wie ein Weltmeister, so wie es aussieht, ne? Weil hier kostet alles an die 1000 Münzen, was man hier kaufen kann. Hier sogar noch mehr und natürlich unten wahrscheinlich dann. Ach Gottchen. Okay, 7500 ist Max. Also bei diesem sympathischen jungen Herrn kann man an sich nochmal ein paar Quests abholen, um auch ein bisschen Geld zu machen. Man kann auch ein bisschen Geld machen, indem man Sachen verkauft. Und dann natürlich auch Sachen kaufen. Ja, ich bin dann nochmal im Grunde nach Hause gegangen, um alles zu holen, was ich im Grunde hatte. Und mein Plan war es jetzt, in dem neuen Gebiet gleich ein neues Zuhause aufzubauen. So, den einen Baum lasse ich stehen für den Garten. Dann schaue ich mal, wie ich das jetzt alles platziere. Also ich kann jetzt mittlerweile ein bisschen höher. So, kann man das nochmal anschauen. Also hier mal schön See. Ich glaube, den Baum mache ich tatsächlich dann noch weg. Ist doch ganz gut hier. Schließt es mit dem Stein ab. Mal 3, 4, 5. Diesmal 5. So. Dann machen wir hier mal 3. Dann hätte ich hier ja auch nochmal 3 hingesetzt. So. So sieht dann das Ganze erstmal aus. Das ist doch mal eine solide Grundfläche. Die gefällt mir. So, dann brauche ich Wände. Auch hier diese Tür hier. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass später dann noch mehr Bauteile dazukommen, mache ich jetzt hier erstmal wieder so eine ganz normale 089 Basis, ohne groß Schnickschnack und Co. Mache das Ganze auch relativ klein noch, ziehe das jetzt nicht zu groß auf, weil das Ressourcen ranholen kostet natürlich auch Zeit. Und hier seht ihr jetzt so, ja, das Grundgerüst. Hier wird dann nochmal eine kleine Schippe draufgelegt. Und gleich werde ich noch das Dach platzieren und mich auch nochmal so ein bisschen, ja, dekorativ austoben. Zumindest versuche ich es. Wie gesagt, viele Teile habe ich ja erstmal nicht zur Verfügung. Oben noch eine Railing dran geklatscht und schon ist das Bauwerk fertig und ich bin super zufrieden damit. Alright, so sieht dann die Bude von innen aus. Ja, jetzt kommt im Grunde noch ein bisschen die Innenausstattung. Machen wir hier noch eine Rail hin. Hier hin. Und dann fehlt mir schon wieder der Holz. Scheiße, du. Das blöde Holz in Farmerei da immer. Das geht mir so auf den Sack, du. Da krieg ich Plackrüß da. Ganzen Tag bist du nur beschäftigt mit dem scheiß Holz ranhöhlen. So, und so sieht das Ganze dann von innen aus. Ich habe das Ganze etwas früher auch klein und fein gehalten. Ich mache mal so eine kleine Tour. Also wir haben hier hinten einmal die
Bänke, wo wir unsere ganzen Tiere draufschmeißen können. Dann wird es hier gleich verarbeitet. Aktuell sind es 4 Stück. Man kann das aber noch erweitern auf 7, glaube ich, passen dahin. Dann hier gleich gegenüber haben wir die ganzen Campfire. Und hier haben wir dann den Bereich des Arbeitens. Ne? Hier haben wir die Hunter Station, hier Crafting Station. Und hier ganz neu das Tanning Rack, wo wir Pelz aufhängen können. Zufälligerweise habe ich auch gerade was im Inventar, deswegen hauen wir das gleich mal damit rein. Hier hinten haben wir ein kleines süßes Lager. Hier kommen so die Grundrohstoffe dann rein. Und hier muss ich mal gucken, farblich. Also rot wird auf jeden Fall Ausrüstung. Und ja, so sieht dann die Hütte von innen aus. Ich bin ziemlich happy. Hier habe ich so ein kleines Schlafzimmer noch. Und mehr kann man hier in dem Spiel tatsächlich auch gar nicht bauen. Also das ist alles, was man bauen kann. Mehr geht im Moment nicht. Early Access halt, ne? Ach ja, das Beste habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Guck mal, ich habe hier hinten einen schönen kleinen Garten. Guck. Voll geil, voll der kleine süße Garten. Da kann ich mir irgendwas Schönes anbauen. Ich weiß noch nicht, was ich hier anbaue, aber irgendwas kann ich hier dann anbauen. Das ist jetzt hier einmal Brust. Lederbrust. Wir brauchen viel Leder dafür. Ich kann mal aktuell nur Brust bauen. Okay, machen wir erstmal Brust. Brust ist immer das Wichtigste. Ich muss viel jagen gehen, so wie es aussieht. Schauen wir jetzt nochmal hier in der Hunter Station. Wir hatten jetzt einmal Lederbrust. Dann machen wir jetzt nochmal einen schönen Lederhelm dazu. Dann noch ein bisschen Handschuhe. Die Schuhe noch. Okay, gut. Sehr schön. Dann habe ich jetzt die bessere Rüstung. Ja, jetzt bin ich gewappnet. Jetzt bin ich gerüstet. Jetzt kann ich losziehen. Sehr schön. Da freue ich mich. Weiter geht das Abenteuer. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal zu einem Dude, der uns da die eine Quest gibt. Oder die mehrere Queste. Und dann schauen wir mal, was man da so rausholen kann. Und dann geht's erstmal ans Erkunden, hätte ich gesagt. Alright, mein Freund. Was hast du für Quests? Show the demon and build the domain of the gods. Craft a hammer worth of the task and build a lumber meal to supply the undertaking. Nehmen wir mal an. Nehmen alle an. Simple Hammer Receipt. Ist das das, was wir craften müssen? Oder müssen wir einen normalen Hammer an sich machen? Craft Simple Hammer. Simple Hammer. Und kaufen wir erstmal den. You start to bring me blackberries and raspberries, which are in these lands. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt ganz kurz mal diesen Hammer und schau mal, dass ich das baue, was von mir verlangt wird. Simple Hammer, da hammern. Let's go. Damit können wir jetzt neue Sachen machen. Oh, stark, so erweitert man das Ganze. Ah, verstehe. Hier. Kann ich dann Bretter machen? Dafür brauche ich Rope und Flintrock. Okay. Dann sollte ich das bauen können. Ja. So, steht zwar jetzt ein bisschen ab, interessiert mich aber nicht wirklich. So, dann kann ich dir ein bisschen Holz reinmachen, dann werden hier Bretter draus. Alles klar. Und dann brauchen wir Steine. 50 habe ich eigentlich dabei. Oder sind das Spezialsteine? Irgendwie Stone. Na, ja, das passt. Okay, dann können wir einmal zurückgehen zum Deadlift. Und holen wir uns schon mal die ersten Belohnungen ab. So, gut, mein Freund. So, Deadlift, jetzt pass auf. Das habe ich gemacht. Gib mir Belohnung. Sehr gut. So, da fehlen jetzt noch ein bisschen. Da muss ich dann nochmal was nachholen. Steine kannst du haben. Belohnung, Dankeschön. Dann bin ich jetzt schon bei 1600.
Okay, da könnte ich mir rein theoretisch einen richtig geilen Bogen holen. Oder einen geilen Speer. Rüstung würde ich jetzt noch nicht machen. Ich würde mal sagen, ich hole mir jetzt erstmal den Bogen. Einmal Bogen. Einmal Speer. Brauche ich die Armory Station. Dafür brauche ich Kupfernägel. Ropes, Bretter. Da brauche ich schon einiges. So, Ropes muss ich noch einige machen. Ja, wird noch ein bisschen dauern, tatsächlich, bis ich dann dahin komme. Vor allem, weil ich brauche jetzt noch Nägel. Dafür muss ich Kupfer einschmelzen. Force Station. Hier haben wir einen Schmelzofen. Lederstreifen und Clay. Clay habe ich. Lederstreifen. Muss ich noch machen. Die waren hier. So, Schmelzer. Kann ich bauen. Ah, den würde ich hier hinbauen. Der passt eigentlich hier ganz geil. So, haben wir den auch gebaut. Dann muss ich jetzt im Grunde Kupfer finden. Jetzt war die große Frage, wo ist hier das Kupfer? Und ich dachte mir, ich gehe vielleicht mal so ein bisschen ja höher hinaus auf die Berge und schaue, ob ich da mal was finde. Deswegen war jetzt das nächste Ziel der Süden, und zwar das Gebirge. Wir schlagen jetzt einfach mal den Weg Richtung Süden ein und schauen einfach mal so, was passiert. Was wir alles Schönes finden. Büsche, Büsche, Büsche. Gib mir einen Busch. So, 180 Meter haben wir das erste Fragezeichen. Da würde ich sagen, strahlen wir erstmal dahin. So, hier nach oben. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Wird das Ganze hier bewacht? Hat das seine Wächter, seine Bodyguards? Natürlich. Okay, und die sind natürlich schon auch schon geil auf mich. Ich würde mal sagen, ich fliege jetzt so ein bisschen nach oben einfach. Und schieße die ganze Zeit runter. Ja, die können sowieso, ich wollte gerade sagen, ich nicht angreifen. Dann muss der zuerst weg hier. Au! Okay, die können alle irgendwas werfen. So, und tot. Komm hier rein. Aufmachen! Leider war Apollo nicht zu Hause und ich blieb verwirrt zurück. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, wie man da reinkommt, deswegen habe ich das Ganze erstmal hinter mir gelassen und bin weitergezogen. Eigentlich müsste ja hier irgendwo Kupfer rumflacken. Ist das hier Kupfer? Bronze-Pickaxe brauche ich dafür. Dann ist das auf jeden Fall dann irgendwie Eisen, denke ich mal. So, jetzt bin ich an der fetten Statue. Aber wirklich was geben, außer Gegner, tut's hier nicht, ja? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwas finde. Das blockiert sogar, ich kann hier nicht mehr weiter, ne? Bin dann noch ein bisschen umhergestreift und dann auf Zeus seinen Tempel gestoßen, den man hier vorne sehen kann. Dieser wurde bewacht von drei motivierten Heinzelmännchen. Ja, ich wollte an sich jetzt erstmal nicht kämpfen, sondern herausfinden, ob ich grundsätzlich in den Tempel irgendwie reinkomme oder schnell rausfinden kann, wie ich reinkomme. Aber war jetzt leider nicht der Fall, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Beine in die Hand genommen. Und bin dann letztendlich von den Gegnern geflüchtet, weil es ja im Grunde eh nichts gebracht hat, jetzt groß gegen ihn zu kämpfen. Mehr Spannendes ist leider auch nicht passiert im Süden. Einzig allein hier nochmal ein Kohlebecken zu finden von Apollo war noch, ja, sozusagen das Highlight. Konnte das dann noch aktivieren. Damit war die Quest dann auch erledigt. Alle Becken wurden entzündet. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal die Bären nochmal zu unserem Boy hier. Frederik, was ist hier los? Was kann ich dir geben? Einmal das hier. Ist fertig. Das ist wieder eine neue Quest. Das läuft noch. Bring mir Yaro und Cotton. Wie viel willst du denn haben? 60 Cotton. Also Yaro habe ich. Cotton, Baumwolle, muss ich mal schauen. Ach, man muss das Rezept für Bronzebarren erstmal kaufen. Ja, dann nehmen wir das mit. Dann bin ich wieder pleite.
Okay, wir schauen mal kurz, ob ich noch Cotton habe. Aber ich habe nur 41 Cotton. Da muss noch mal ein bisschen mehr ran. 50 brauchen wir für ihn. Am nächsten Tag bin ich dann Richtung Norden aufgebrochen, da ja im Süden nichts zu finden war. Dort habe ich dann nochmal einen Tempel gefunden, und zwar den Tempel von Dionysos. Dionysos, komm ich auch nicht rein? Auch hier stand ich dann vor verschlossener Tür. Ja, was ich im Nachhinein noch rausgefunden habe, ist, dass man gewisse Quests machen muss, um eben hier diese Tempel zu öffnen. Das sind dann so Standarddinge wie töte 20 Hirsche, töte 20 Gollums, whatever, sammel dies, das, Ananas. Ja, das habe ich allerdings erst später rausgefunden. Dementsprechend laufe ich jetzt hier erstmal wieder weiter auf der Suche nach Kupfer. Wo sind wir denn gerade? Schon ein gutes Stück weg, ne? Vielleicht finden wir auf der anderen Seite von dem Fluss unseren Kupfer. So, hier können wir uns nochmal einen Segen holen. Far East Idol. Ja, auch wieder Hermes. Wahrscheinlich bringt er mir ein bisschen mehr Ausdauer. Das war's aber dann schon. Und wieder drei Wächter. Welch Überraschung. Ja. So. Oh, was ist das denn? Okay, dann der Endboss oder was? Aua, okay, die haut aber gut rein. Moment, ich muss sie kurz vorbereiten. Nochmal mein Speer. Okay, die kann nur das Zeug schießen. Grundsätzlich nicht so schlimm. Was kannst du noch? Kannst du noch was? Ich weiß halt nicht, wie viel Leben die hat. Ich glaube, ich habe sie getötet, oder? Wow, und sie gibt auch nur Leder. Sehr traurig. Das ist ja sehr traurig. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Schüssel. In die muss ich was einfügen. Bei den anderen war aber nichts. Witzigerweise. Hier weiß ich jetzt wenigstens, okay. Seashell. Auch Seashell. 20 Stück. Und dann kann ich das hier öffnen. 20 Muscheln sollten es sein für diesen wunderschönen Schrein. Da kommen wir im Grunde aber erst später zu. Ich bin dann nochmal ein bisschen rumgedackelt und bin jetzt hier nochmal auf so ein Lager gestoßen. War aber jetzt nicht wirklich ergiebig, kam nichts groß bei raus. Habe jetzt hier nochmal so eine Schale gefunden, so eine Kohlschale aktiviert und habe noch einen alten weisen Baum gefunden, der eine goldene Truhe bewacht hatte. Okay, Royal Mess Receipt. Und Geld, Money. Mehr nicht. Schade, Marmelade. Okay, wir sind schon... Wow, ich bin ja eine richtig große Strecke gelaufen. Wir haben ja schon fast hier alles erkundet. Wahnsinn. Da würde ich mal sagen, schlage ich jetzt so langsam mal den Heimweg an. Hier unten scheint wieder irgendwie eine Höhle zu sein. Oder? Was ist hier? Wieder sowas. Ja, so ein kleiner Friedhof der Kuscheltiere. Hier ist Levelende. Ganz dezent. Na gut. Ach, hier ist ein Portal. Ambrosia, Knochen. Ach Gottchen, da ist wieder so viel zum Farmen. Um dieses Portal zu aktivieren. Aber gut, dann hätte ich halt eine Abkürzung. Jetzt bin ich im düsteren Wald. Hat der düstere Wald vielleicht auch Kupfer? Wir sind jetzt im Grunde auch gleich wieder zu Hause. Haben wir noch irgendwas in die Richtung? Zum Aufdecken? So, hier hatten wir ja Iron. Moment. Ist das Kupfer? Ich glaube, ich habe Kupfer gefunden. Jawohl, ich habe endlich Kupfer gefunden. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Okay, das war nicht mal weit weg von meiner Base. Man kann sehen, hier ist meine Base. Hier ist Kupfer. Ja geil, schon mal eine Handvoll Kupfer. Ist doch nice. Dann komme ich da schon mal ein bisschen voran.
schon mal ganz gut. Dann habe ich jetzt die Karte im Norden auch gut aufgedeckt, die Karte im Süden aufgedeckt. Dann kann ich mich jetzt eigentlich so um die Sachen kümmern, die man jetzt braucht, um in diese Tempel reinzukommen. Aber in erster Linie würde ich jetzt natürlich erstmal eine richtige schöne Schmelzorgie machen und hier das ganze Kupfer einschmelzen, damit ich am Barren rankomme. Viel besseres Gier. Frederik, ich habe dir Baumwolle mitgebracht. Einen guten Stoff. Willst du haben? Hier, das da kannst du haben. Nice, 1500. Richtig geil. Muss ich dann mal schauen. So, haben wir erstmal rein, dann kann das hier schon mal durchbrutzeln. Nochmal Pelz verarbeiten auf jeden Fall. Ah, okay, ich brauche nochmal Holz. Alles klar, verstehe. Als nächstes stand die Armorer Station auf der Liste. Dafür habe ich ein paar Kupfernägel gebraucht und da wusste ich nicht genau, wie ich die herkriege. Hab nochmal nachgeschaut und habe diese Forge Station gefunden und in dieser kann man dann anscheinend Kupfernägel machen. Dementsprechend habe ich mich jetzt erstmal darum gekümmert, den ganzen Stuff wieder ranzuholen, um eben diese Forge Station zu bauen. Ja, dann fehlt jetzt im Grunde nur noch das Eisen. Das braucht halt einfach leider seine Zeit. Also ich würde jetzt noch so ein zweites Ding bauen, aber ich glaube, ich hole jetzt eh erstmal noch währenddessen ein bisschen Stuff ran. Nach einer weiteren kleinen Ressourcentour waren dann auch die 25 Kupferbarren an sich fertig. Ergo konnte ich jetzt endlich die Forge Station bauen. In der Forge Station kann man dann Dinge wie Kupfer, Pfeile, Bronzebarren, Kupfernägel, was ja auch sehr wichtig ist, um die Armorer Station zu bauen. Dann gab es noch ein bisschen Eisennägel und ein besseres Repair Kit. Hier brauchen wir jetzt das hier. Erstmal Nägel. 20 Stück. Okay, das müsste eigentlich schon fast reichen, oder? Für das nächste Teil. Ich kann jetzt endlich diese Station hier bauen. Wichtigste von allen, glaube ich. Wichtiger geht nicht. So, dann schauen wir mal. Da können wir jetzt ein fettes Schwert machen, Speer und den Bogen. Dafür brauche ich jetzt nur noch Lederstreifen, 4 Stück. Das geht ganz easy. So, machen wir gleich ein paar mehr. 70 Stück haben wir jetzt erstmal, das reicht. Und dann können wir hier den geilen Bogen machen mit 40 Schaden. So 20 Eisenbahnen bräuchten wir noch für den Speer. Das wird an sich mal ein bisschen dauern. So, neuer Bogen am Start. Geil. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir nochmal einen kleinen Ausflug so Richtung Osten. Ne, schauen wir mal so ein bisschen, was im Osten los ist. Gehen vielleicht mal in die Wüste, decken da mal ein bisschen was auf. Schauen, was wir finden. Vielleicht finden wir auch noch mal ein bisschen Kupfer. Wäre tatsächlich sehr wichtig. Damit wir hier weiter vorankommen. Wow, der Bogen macht richtig gut Schaden. Hammermäßig. Was ist das denn? Alter! Lehmgolem. Geil. So, aber der ist auch ziemlich lame. Was macht der so? Dinge werfen. Oh, okay, da muss ich Doppelrolle machen. Aber der hält jetzt auch nicht so viel aus. Schauen wir mal, Doppelrolle, ob das klappt. Ah, okay, nach hinten sieht ganz gut. Ja, Kumpel, bis du fertig bist. Ist Weihnachten, Junge. Leg dich schlafen, mein Lieber. Das ist verdient. Leg dich schlafen. Jo, fein. Feiner. Jetzt gibt mir irgendwas Cooles. Wow, 26 Clay. Na gut. Ich will mich ja nicht beklagen. Ah, ich kann die Wüste sehen. Ich kann sie riechen. Oh, was ist hier noch? Ist das nochmal Kupfer? Kann das denn sein, dass ich hier wirklich nochmal Kupfer gefunden habe? Nice. Stark. Okay, das baue ich auf jeden Fall noch ab.
So, jetzt kommen wir in die Wüste. Ich liebe Wüste. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie liebe ich Wüste. Und gerade aktuell haben wir einen fetten Sturm. Macht uns jetzt aber grundsätzlich nichts aus, wie es aussieht. So, nochmal ein bisschen was Ambrosia zum Loswerden. Und hier haben wir tatsächlich nochmal eine Kiste. Mit Gold. 100 Stück. Okay, ich glaube, hier in der Wüste werde ich so an sich kein Kupfer mehr finden. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, jetzt wieder zurückzugehen und dann nochmal ein bisschen Holz ranzuholen. Ist auch wieder Clay, oder? Ist nur Clay. Oh, Silber. Ja, Silber nehme ich mit. Da weg mit dabei. Aua, jetzt hat er mich doch getroffen, du. Ja, hält natürlich auch ein bisschen mehr aus. Will ich jetzt so meine Pfeile erstmal nicht verschwenden. Silber können wir ja dann auch anderweitig abbauen, sobald wir eine bessere Spitzhacke haben. Aber hier mal nochmal so ein Ambrosia-Ding. Und dann schlage ich jetzt so langsam wieder mal den Weg nach Hause ein. Ich glaube, ich habe nochmal Kupfer gefunden, Leute. Den Göttern sei Dank. Aber da haben wir jetzt nochmal so einen kleinen Lehmheini. Na, das ist sogar ein Kupfergolem. Geil. Okay, den mache ich auf jeden Fall noch, weil ich brauche natürlich das Kupfer. Aber wahrscheinlich werde ich dann in Nahkampf übergehen. Damit ich nicht zu viele Pfeile verballer. Das ist ab der Hälfte oder so, hätte ich gesagt. So, gehen wir mal ran. Okay, der hat einen guten Radius. So. Was? Ich bin zweimal zurückgerollt und er tötet mich. Au. Das tat weh. Naja, jetzt bin ich nicht so schnell zu Hause. Da habe ich wohl wieder volles Pfund aufs Maul gekriegt. Um das in Zukunft zu verhindern, dachte ich mir, mache ich mir vielleicht nochmal einen besseren Speer. Danach habe ich mich im Grunde eigentlich nur darum gekümmert, wieder die Schmiede zu befeuern und Kupfer nachzulegen. Und dann ging es auch schon weiter. Mein nächster Plan war es jetzt, weiter Kupfererz und Zinnerz ranzuholen. Und auch Harz, Harz und Dunkelharz. Wollte mir dann da oben dieses komische Objekt anschauen und dann weiter Richtung Düsterwald, um eben die ganzen Ressourcen zusammenzukriegen. Das sieht mir nach Gold aus. Hier ist Ende? Okay, ist sehr interessant. Okay, also hier haben wir dann schon mal Gold. Gut zu wissen. Würde ich sagen, natzen wir den mal hier weg, ja? Hat schon voll Schiss und Respekt vor mir. Weicht schon zurück. Greift nicht mal an, also. Ein ganz harter. So, und dann würde ich sagen, geh mal wieder auf Speer. Der war ziemlich einfach. So, kurz darauf gelangte ich dann auch endlich zu dem Objekt, was ich mir mal anschauen wollte. Und das war hier dieses große Tor, was man allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht durchschreiten konnte. Ja, daher dachte ich mir, okay, weiter geht's in den Düsterwald. Der dunkle Wald. Oh, hier ist was. Ah, sehr schön, ein Schrein. Ein Schrein. Also langsam muss ich aber tatsächlich auch mal ein bisschen Ambrosia sammeln. Wieder. Boah, hier ist richtig viel Blackberries. Richtig gut. Ich glaube hier. Hier ist der Teleport, oder? Hier ist der Teleport. Oh wow, ich brauche 400 Ambrosia das dafür.
Ach, leck mich fett. Ah, guck mal, Ambrosia, aber ich kann es, glaube ich, nicht abbauen, oder? Ach, leck mich, Stahl braucht man dafür. Hat man nicht mal Bronze. Leider hatte ich keinerlei von den Ressourcen gefunden, was ich haben wollte. Daher dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon oben bin, dann könnte ich hier einmal zu dieser abgelegenen Insel schauen und vielleicht gibt's da irgendwas Interessantes. Ist auf jeden Fall irgendwas von Poseidon. Das Ding ist halt, ich brauche wahrscheinlich super viel Ausdauer, um da rüber zu kommen. Würde ich sagen, baue ich mir hier jetzt erstmal irgendwie so eine Art Brücke? Gib mir mal so einen Standard-primitiven Hammer. Das sollte ja eigentlich ausreichen dafür, für das Vorhaben. Irgendwie so ausgerichtet, keine Ahnung. Dann baue ich mir jetzt hier einfach so eine richtig schöne Brücke. Okay, soweit konnte ich jetzt bauen. Dann schauen wir mal, ob ich den Rest rüberkomme. Aber sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ist hier irgendwas Neues? Okay, man kann hier auf jeden Fall gut Flint ranholen. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Keine Ahnung, was es hier so geben soll. Wozu gibt es diese Insel? Ich meine, da ist jetzt nochmal so eine Mini-Insel. Keine Ahnung, ob es hier noch was gibt. Hier, guck mal. Shells. Seashell. Brauche ich doch auch für irgendwas. Kann es sein, etwas Neues ist geschehen? Ich glaube es ja nicht. Habe eine neue Ressource gefunden. Bin so glücklich. Aber geil, okay, also diese kleine Insel. Diese hier. Die bringt dann nochmal neue Ressourcen mit sich. Das hier kann man dann alles richtig schön abgrasen. Und hier ist noch eine Truhe. Na, wie ist es so ein bisschen Kohle? Kohle und Muscheln. Sonst gab es nichts weiter auf der Insel. Daher bin ich dann wieder zurückgegangen und da fiel mir ein, es gab ja diesen einen Tempel, wo man ja 20 Muscheln gebraucht hat, um dort reinzukommen. Und diesen Tempel habe ich dann aufgesucht. 20 Muscheln kannst du haben. Tribut ist da, kann ich jetzt rein? Ich darf rein! Poseidon hat gesagt, ich darf eintreten. Wow. Kann man es noch dunkler machen, das Spiel? Na okay, ich bin eh nur wegen dem Loot hier und wegen dem Altar. Okay, wir schauen uns erstmal an, was in der Kiste ist. Hoplite Spear, neuer Speer. Ein bisschen Kohle, ansonsten ist hier nichts, aber wir haben hier diesen dicken Altar. Mal gucken, was passiert. Quest completed. Poseidons Trident Schematic. Oh, ich habe Poseidon seinen Speer gekriegt. Okay, anscheinend sammelt man sich dann ja die Waffen hier so ein bisschen zusammen, indem man hier die ganzen Tribute bringt, damit die Tore dann aufgeht. Dann kriegt man bessere Rüstung. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, was hier also abgeht, Mann. Nach diesem kleinen Erfolg dachte ich mir, ich gehe jetzt nochmal in den Düsterwald. Da sollte es ja irgendwo dunkles Harz und hartes Harz geben. Von dem her habe ich dann erstmal einen Baum nach dem anderen abgehackt. Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt von der Zeit, die ich dort verbracht hatte. Aber ich habe ums Verrecken nichts gefunden. Ich hatte keine Ahnung, wie ich an Harz und Dunkelharz kam. Ich bin wirklich den kompletten Wald abgelaufen und habe einfach nichts gefunden. Ich weiß nicht, wo ist Dunkelquarz? Warum? Okay, das heißt, bei dieser Tour habe ich jetzt letztendlich nur Muscheln gefunden. Tin Ore habe ich an sich gefunden. Aber kann es nicht abbauen, weil ich dazu noch die bessere Axt brauche. I'm Aeacus, one of the three judges in the underworld. You have been so, Detlef, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Verbringe meine restlichen Tage einfach hier. Beim mini kleinen Minisee. Ich meine, das Wasser ist ja auch sehr einladend. Ne? Also hier kann man sich schon gemütlich machen. Hier finde ich es gut. Hier fühle ich mich wohl. Und schau mal. Also, Armor. Wir haben auch noch Tools. Da wäre jetzt diese Pickaxe, ne? Der könnte ich dann die anderen Sachen auch mit abbauen. Ist wahrscheinlich auch Ambrosia. Aber ich mache jetzt einfach nur zum Schluss hin. Machen wir hier diese coole Rüstung. Wir haben einmal hier 170er. Und diese 170er, die ist natürlich viel geiler. Nehmen wir die da. Ein Helm geht nicht mehr, ne? Brauchen wir irgendeine spezielle Feder. Und hier brauchen wir ja ganz viel noch von Kupferbarren. Das gerade in Bearbeitung ist. So, ciao mal. Dieses Teil mal noch dahin. Oh, cool. Die Rüstung ist dann schon sehr geil, muss ich sagen. Schönes Rüstungsstück. Ja, Freunde, das war es erstmal gewesen mit Dawn of Defiance. 12 Ingame-Tage habe ich mir das Spiel angeschaut und ich muss sagen, die Entwickler haben hier noch viel, 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 viel zu tun. Ich hoffe, dieser Ersteindruck hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt mit eurer göttlichen Kraft auf den Gefällt mir-Button. Das war jetzt erstmal die Pilotenfolge von diesem neuen, vielleicht wiederkehrenden Format. Wünscht ihr euch mehr von diesen Videos in diesem Stil? Dann schreibt mir kurz in die Kommentare, ich brauche mehr davon. Sollte das Video bei euch Anklang finden, überlege ich mir, ob ich eventuell auch mal eine 100-Tage-Challenge von einem Spiel mache. Mal gucken. Gut Leute, das war's jetzt erstmal gewesen. Ich wünsche euch noch einen geilen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.